und herzlich willkommen. Ich bin Christina Becker und ich bin deine Expertin für mehr Selbstbewusstsein. In dem heutigen Video möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was in meiner Coaching-Praxis ganz, ganz, ganz oft vorkommt. Es ist das Thema Delegation, die Kunst des Loslassens. Und es tun sich so viele so schwer mit dem Delegieren. Wie geht es denn dir mit dem Thema Delegation? Denk mal darüber nach oder schreib es auch gerne hier als Kommentar unter dieses Video. Das würde mich sehr interessieren. Auch in meinen Vorträgen, wenn ich mal so frage, wer von Ihnen delegiert denn gerne? Wem fällt es leicht? Die wenigsten Hände gehen hoch. Ja, woran kann das liegen? Also ich kann dir sagen, als ich angefangen habe, als Führungskraft zu arbeiten, da war mir Delegieren eigentlich auch noch nicht so bewusst, weil ich sollte ja, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, eine Abteilung aufbauen, ein Team aufbauen. Das heißt, ich war ja mit die Erste dort vor Ort, die angefangen hat. Und dann habe ich halt einfach gemacht. Ich habe angefangen, Strukturen festzulegen, Konzepte zu erstellen. Ich habe angefangen, die ganzen Inhalte zu produzieren, die Regeln aufzustellen, Abläufe klar zu definieren und so weiter und so weiter. Und je mehr Mitarbeiter dazu kamen, das war das halt immer größer. Und ich habe gesagt, hier so, das ist es, das so. Und natürlich, je mehr Mitarbeiter kamen, desto mehr wurden auch meine Aufgaben. Ja? Und irgendwann kamen meine Mitarbeiter und haben gesagt, stopp mal, Christina, so geht das nicht. Und die kamen doch tatsächlich mit Ideen, wie man Dinge anders machen könnte. Ja? Dass man vielleicht die Räume anders ausstattet, dass man Konzepte vielleicht anders macht, dass Abläufe anders sind. Und ich dachte mir so, da saß sofort mein innerer Kritiker, ja, wie gesagt, ich war junge Führungskraft, hatte noch nicht viel Erfahrung. Und dann saß da der innere Kritiker und der sagte immer, oh Christina, bist du nicht gut genug als Führungskraft? Nehmen die dich nicht ernst als Führungskraft? Respektieren die etwa nicht das, was du sagst? Ja? Und ich habe so viel Selbstzweifel bekommen durch dieses Feedback meiner Mitarbeiter. Und dabei war es nur ein Aufzeigen von wegen, Christina, du musst mal was abgeben, weil es wird immer mehr für dich. Und ich habe es auch gemerkt, ich habe angefangen, mich zu verzetteln. Ich wollte natürlich alles perfekt machen, ja, war ja schließlich mein Baby, meine Abteilung, die ich da aufgebaut habe. Ich wollte alles perfekt machen. Ich wollte, dass mein Chef sagt, oh, hast du toll gemacht, Christina. Und naja, und ich bin leider, wie viele Frauen auch, sehr perfektionistisch veranlagt. Und ich wollte natürlich, dass es perfekt ist. Und ich wusste, wenn ich das abgebe an meine Mitarbeiter, dann wird es im Zweifel nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dieses Argument ist das, was ich am meisten in der Praxis höre. Wenn ich es mache, dann weiß ich, dass es richtig ist. Wenn ich es mache, geht es schneller. Die können es sowieso nicht. Und ich muss dann so viel erklären. Und so weiter und so weiter. Ja, vollkommen richtig. So ging es mir auch. Aber weißt du, das Beste und finde ich mit Wichtigste, was du tun kannst, um ein gutes und professionelles Team aufzubauen und auch zu führen, ist Delegation. Weil es hat ganz viele Vorteile für dich und auch für deine Mitarbeiter. Für dich heißt es, du kannst Dinge abgeben und hast wieder Zeit für deine Führungsaufgaben. Die hast du nicht, wenn du alles ranreißt und alles selber machen willst. Dann hast du nicht mehr genügend Zeit und du gerätst in die Überforderungsschleife, nicht deine Mitarbeiter. Deine Mitarbeiter, die geraten vielleicht eher ist die in die ich langweile mich Schleife und ich bin hier nicht gefordert Schleife. Ja? Also, du bist der Leidtragende, wenn du nicht delegierst. Du hast mehr Zeit also. Ja? Dann kannst du... ist das ein wahnsinnig tolles Tool zur Mitarbeitermotivation und zur Mitarbeiterentwicklung. Das kannst du so einfach nutzen, es kostet kein Geld und es verschafft dir sogar auch noch mehr Entspannung und mehr Gelassenheit. Also ich meine, bitte, was gibt es Besseres? Ja? Und für deine Mitarbeiter ist es natürlich ganz toll, weil sie merken, sie können mitbestimmen, sie werden gesehen, sie können wachsen, sie können sich entwickeln. Sie werden stolz auf sich
und sie werden sich dadurch viel mehr mit dir, dem Team und dem Unternehmen identifizieren, als wenn sie nur ausführende Kräfte sind. Denk darüber nach und auch ganz ehrlich, reflektier dich mal selbst, wie leicht fällt dir das Delegieren? Oder hast du genauso eine Widerstände wie ich am Anfang, die da auf deiner Schulter sitzen und dir sowas ins Ohr flüstern? Und was ich auch noch als Argument gar nicht genannt habe, ganz viele denken auch, ja, und wenn die das besser machen? Wenn die das besser machen als ich, dann verliere ich vielleicht meinen Job. Die sägen an meinem Stuhl. Ja, ist Quatsch. Wenn du selbstbewusst bist und wenn du überzeugt davon bist, dass du eine gute Arbeit leistest, dann ist es sogar ein Kompliment, wenn sie versuchen, besser zu sein als du. Da brauchst du keine Angst haben, dass sie an deinem Stuhl sägen, sondern eigentlich zeigen sie dir auf, dass sie gerne so sein möchten wie du. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ja? Es könnte natürlich auch sein, dass sie dir aufzeigen wollen, dass du zu nichts fähig bist und dass sie dich nicht brauchen. Aber davon reden wir hier nicht, weil wir reden ja von einer guten Teamführung. Ja? Und ich gehe immer davon aus, wenn du das hier schaust, bist du eine Führungspersönlichkeit, die sich weiterentwickelt, die sich selbst reflektiert und die wachsen möchte. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sie an deinem Stuhl nicht sägen, sondern dass sie danach streben und du als Vorbild ihnen eben vorangehst. Ja? Also, es gibt für die Delegation nur Vorteile. Es gibt natürlich auch vermeintliche Nachteile und zwar, und es gibt eigentlich nur einen, es dauert Zeit. Du musst es erklären. Erstmal musst du beobachten, du musst schauen, welche Stärken haben deine Mitarbeiter, weil was ich dir empfehle ist, nicht einfach irgendwas an irgendjemanden zu delegieren, ja? Sondern schon zu schauen, was hat derjenige für Stärken und was kann der dann vielleicht für eine Aufgabe übernehmen. Und dann musst du es erklären. Und im Zweifel musst du es nochmal erklären. Und wenn Fragen kommen, musst du es nochmal erklären. Und das ist der Punkt, wo die meisten dann sagen, oh, ey, komm, ich mach's wieder allein. Komm, das ist mir echt zu anstrengend, das hier ständig zu erklären. Aber da musst du dranbleiben. Ja, da musst du dranbleiben und wirklich dann auch dir die Zeit nehmen, es zu erklären. Weil wenn es dann erstmal delegiert ist und derjenige es verstanden hat, dann läuft super. Und dann musst du nur noch ab und zu mal so ein bisschen Feintuning machen oder mal rüber gucken und sagen, ey, hast du toll gemacht, ja, und dann läuft das. Wenn du jemand bist, der wirklich Schwierigkeiten hat mit Delegieren, dann gebe ich dir jetzt eine kleine Übung. Nimm dir einen Zettel und schreibe dir auf, was möchte ich nicht delegieren? Weil es kann ja auch sein, dass du Sachen hast, die du super gerne alleine machst. Wenn die in deinen Arbeitspensum und deine Arbeitsstruktur und deine Rollenstruktur passen, dann behalte die, ja, dann gib die nicht ab, ne? Und gib aber nicht nur Sachen ab, die du doof findest, das ist auch nicht so produktiv, ja, und auch nicht so konstruktiv. Also mach dir eine Tabelle oder einen Zettel und schreib auf, was möchte ich selber machen, was möchte ich nicht delegieren. Und dann machst du eine andere Spalte und schreibst auf, was möchte ich gerne delegieren. Und dann guckst du, wem könntest du dir was geben und dann nimmst du dir einen Punkt raus von dieser Tabelle, einen. Und nimm auch ruhig einen, der relativ einfach ist und dann setze den um. Fang an, in kleinen Schritten zu delegieren und du wirst sehen, wie deine Mitarbeiter dir das danken, du wirst sehen, wie sie über sich hinauswachsen, wie sie motiviert sind, weil du ihnen was zutraust, weil es hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, ja. Und dann hab Spaß und entwickel auch den Spaß an der Delegation und am Loslassen. Natürlich musst du immer wieder nochmal kontrollieren und auch gucken, dass alles gut läuft, weil im Zweifel musst du den Kopf hinhalten, wenn was nicht läuft. Aber meine Empfehlung und mein Impuls dieses Videos ist, lerne loszulassen und lerne deinem Team zu vertrauen. Und dann hast du eine super Basis, auch eine tolle Atmosphäre zu schaffen und ein gut motiviertes und erfolgreiches Team zu führen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser kleinen Übung und schreib auch gerne hier deine Kommentare, deine Erfahrungen mit rein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Gefällt mir. Wenn du noch nachlesen möchtest und da ist auch die Tabelle mit drin, dann habe ich dir hier unten wieder den aktuellen dazu passenden Blogartikel verlinkt. Und auch da freue ich mich über deine Kommentare. Und natürlich auch, wenn du diesen Kanal hier abonnierst, freue ich mich natürlich auch sehr darüber. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Tag
und glaub an dich und lass los und hab Spaß an der Führung und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe für dich.